Damien Warner steigt hier einmal an bei 4,40 Meter. Ja, als angeschrieben hat er und damit ist ihm wahrscheinlich der Disziplinensieg kaum noch, der Gesamtsieg kaum noch zu nehmen, denn viel Vorsprung, guter Speerwerfer, sehr guter 1500 Meter Läufer, wenn es drauf ankommt. Und es ist natürlich noch ein bisschen mehr drinnen als diese 440, aber er hat einmal hier angeschrieben. Das war wahrscheinlich auch so die Idee dahinter. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Wie war das zuletzt mit dem Stabhochspringen? Hat ja Vorfeld leichte Sprunggelenksverletzung gehabt und darum speziell bei den Sprüngen etwas weniger trainiert. Stabhochsprung an 10 cm sind 30 Punkte. Pavel Wisiolek auch mal so zum Probegalopp. Also die Guten, die legen da deutlich über 5 Meter hin. Kevin Meyer, der Franzose, bei seinem Weltrekord satte 5 Meter und 45. Das ist sein absoluter Gardebewerb. Aber er hat dann auch noch 71,90 Meter Speer geworfen und 4,36 durchschnittlich gut die 1500 Meter gelaufen. Franzose Mathe auf der anderen Seite immer noch mit im Geschäft, wenngleich er eben schon seinen Nuller fabriziert hat gestern im Hochsprung und damit keinerlei Chance mehr hat auf eine entsprechende Platzierung und auch auf keine entsprechende Punktezahl. Aber das ist der zweite in der Gesamtwertung. Lindon Victor, das ist eben unschwer zu erkennen. Kein Meister der Lüfte, zumindest nicht mit dem Stab. Lindon Victor hat in seinem besten Zehnkampf, schauen wir schnell einmal, 4,70 Meter übersprungen. Und hat sich hier mal einen Fehlversuch gegönnt. Samuelsson mit Björn Borg, Stürmband unverkennbar, 4,50 Meter die Höhe auf der anderen Anlage, war unser zweiter Versuch und dann ausgebessert und jetzt angeschrieben. Und um ein bisschen bei diesen Gesamtpunkten hochgerechnet zu bleiben, und dann gibt es noch jede Menge Athleten, die derzeit so irgendwo zwischen 8.000 und 8.200 liegen. Da gehören auch die Youngsters dazu. Ashley Maloney ist schwer einzuschätzen. Wir haben Manuel Eitel, der vielleicht vermeintlich der Beste von den Jungen. Timothy Duckworth. In der Kategorie so irgendwo zwischen 8.000 und 8.300 kalkulierten, hochgerechneten Punkten. Dieser Ashley Maloney ist am schwierigsten durchzurechnen, weil er noch gar keinen Männerzehnkampf, einen ordentlichen, absolviert hat. Aber mit den Punkten, die er jetzt schon hat, addiert mit den Punkten, die er bei seiner U20-Weltmeisterschafts-Goldenen geschafft hat, käme er derzeit auf 8.182 Zähler. Und ganz ehrlich gesagt, ist dem wahrscheinlich sogar noch der eine oder andere Steigerung zuzutrauen. Also, könnte ein Debüt werden jenseits der 8.200 Punkte-Marke. So, das ist der dritte Versuch von Lindon Victor. Zwei ungültige über die Anfangshöhe. Jawohl! Das wäre ja ganz bitter gewesen hier. Zitterpartie für den Mann aus Grenada, der da drauf und dran war, sich selber mit einem Salto Nullo beim Stabhochsprung vom Stocker zu katapultieren. Alles gut gegangen. Einmal durchatmen. Schlimmste ist abgewehrt. Also noch einmal 10 cm, etwa 30 Punkte. Das heißt, Lindon Victor, dem fehlen jetzt noch 30 Punkte auf seinen Wert.
macht ungefähr 90 Punkte, die er maximal hier noch liegen lassen kann. Matthias Brucker gehört zu den besseren Stabhochspringern, überquert im ersten 4,60 Meter. Elko Sint-Nikolas, den habe ich vorher draußen noch gesehen beim Zusammenpacken seiner Stäbe. Der hat schon für die Heimreise geladen. Schade drum, weil speziell dieser Niederländer zu den Großmeistern im Stabhochsprung zählt. Wer kann hier deutlich über 5 Meter springen? Michael Uiber, 5,30. Skurenjew, 5,30. Das ist Jorge Ureña, auch schon 5 Meter gesprungen. Nils Pitonwils, der Belgier, 5,36 Meter im Zehnkampf schon. Cedric Dubler aus den vom Stabhochspringen kommt. Amerikaner liegt weit zurück an der 25. Stelle, aber auch schon 5,41 Meter überquert. Stefan Nilsson. Oh. Oh. Wenig Luft, würde ich schon sagen, aber es war gar keine Luft zwischen ihm und der Stange. Ah, da fliegt die Stange hinauf. Das ist bitterlich. Dafür hat man natürlich auch zu sorgen. Man muss den Stab, also der Stab ist hinaufgeflogen. Stab fliegt auf Stange. Stange dann. Loszulassen, ein bisschen nach hinten zu stoßen, dass der eben nicht auf die Stange fliegen kann, wenn man niedrige Höhen hat. Bei den Großen des Fachs spielt das keine Rolle, weil da ist der Stab nicht so lange wie die Latte, die aufgelegt ist. Und dann im schlimmsten Fall fliegt die Stange unten drunter. Der Stab. 4,50 für Niklas Kaul. Schweizer Oberholzer. 4,60 Meter. So, auf Anlage, schauen wir mal, wer da erst später kommt, wer sich sicher noch nicht diesen Höhen blicken lässt. Eine ganze Reihe von Leuten. Das heißt, aus der Startgruppe, jene, die gleich mal früh anfangen, hat zumindest jeder einen gültigen Versuch zu Wege gebracht. Bei Anlage B, Kasianov, ja, der hat schon über 4,40 einen gültigen, ja, da war der große Wackelkandidat Linden Victor, aber der konnte das ausbügeln. Jetzt kommt Nils Pitonwils. Belgier, ein ausgezeichneter Stabhochspringer, aber mal so in den Wettkampf finden mit 4,60 Meter ohne Mühe. Makarenko. Das ist auch gar nicht mental so einfache Übung, schon im Weitspringen gestern um die Zeit, da war er schon ohne ordentliches Ergebnis, das war klar, Nuller dort. So, dort kämpft er sich aber wacker durch. Markus Nilsson, 4,60 Meter im Zweiten. So, dann ist wieder Linden Victor an der Reihe. Der schreckt wahrscheinlich immer noch ein bisschen in den Gliedern und der batzt schon wieder. Er ist drüber, hat so viel an Höhe und dann fängt er wie ein Stein zu. Und Victor Schade hat die Höhe, er kann garantiert auch viel höher springen, aber er zaubert.
Na, da gibt es natürlich ordentlich Reparaturbedarf bei der technischen Vorstellung im Stabhochsprung. Manns von der Karibik. Lennon Vector. Und Manuel Eitel steigt jetzt ein bei 4,50 Meter. Ja, so gehört sich das. Er schreibt an und damit die jungen Zehnkämpfer selten schon früh in ihrer Karriere besonders stark mit dem Stab. Manuel Eitel kann sich mit 4,80 Meter da durchaus blicken lassen. Ja, das war schon zögerlich. Ja, ein bisschen kalt noch. Ja, nee, lass mal so. Auch Devin Williams steigt da mal ein. 4,50. Ja. Ordentlicher Abflug. Stabhochspringen ja so etwas wie wieder die große Attraktion des zweiten Tages. Diese komplette Startkurve, Sie sehen es, komplett belegt. Da sind jeder Quadratmeter Rasen schon durchreserviert, weil die Fans hier natürlich auch wissen, das kann länger dauern im Stabhochsprung, bis hier eine Entscheidung gefallen ist. Dagegen war der gestrige Hochsprung aus Schuss. Samuelsson. Erster Versuch, 4,70. Wiederum im Akteur an der Reihe. Wir können zwar hier die Gelegenheit nutzen, die würden das bei einem großen Championat, das zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, nie und nimmer tun. Spielt auch hier für Vitali Schuk, für EM-Dritte. Im letzten Jahr. Berlin hat gepatzt im Hochspringen. Das sind dann mitunter auch Kasianov. Etwas zu direkt in die Stange gesprungen, der Kasianov. Sein zweiter Versuch, 4,50 Meter. Dominik Distelberger.
lässt sie mal aus und steigt erst bei 4,60 Meter rein, haben wir ja gehört. Und den 4,80 gefragt. Duckworth eröffnet erfolgreich über 4,70. Sind die Veranstalter immer besonders froh, wenn der Wetterbericht zumindest einmal für das Stabhochspringen trockene Verhältnisse verrät. Das war bis Mitte dieser Woche gar nicht so sicher. Da hatte man eigentlich auch noch am Sonntagnachmittag mit einem Regenguss rechnen müssen. Dann hat sich die Prognose zugunsten besseren Wetters geändert. Denn haben wir hier natürlich auch schon erlebt, ein regnerischer Stabhochsprung, der kann richtig Mühe bereiten. Vor 2-3 Jahren einmal haben wir dann schlagartig 4-5 Leute mit einem Nuller, also mit 3 Fehlversuchen über die Starthöhe, ihre Chancen auf ein ordentliches Ergebnis hier begraben müssen. So, Victor kommt wieder. Das ist noch der Schweizer Oberholzer, 4,70 mit einem Fehler. Nur noch 2 Chancen, das Ganze auszubügeln. Ist der Victor? Also das ist, würde ich sagen, Zufallssache, was da kommt. Aber einmal furchtbar, dann hat er wieder die Höhe. Da muss man wieder Angst haben, dass er woanders runterfliegt. Aber 4,50 auch für ihn in der Wertung sehr ehrenwert. Das heißt, im schlimmsten Fall verliert er jetzt nur noch 60 Punkte auf seinen Durchgangswert und behauptet damit im Augenblick noch die Anwartschaft auf Platz 2. Ohne Chance, Oleksiy Kasjanow am ersten Tag schon fast 500 Punkte verloren auf sein Top-Ergebnis. Das liegt knapp unter 8.500, das heißt, ja, die Schallmauer, die klassische Zehnkampf-Schallmauer wird es heuer wohl für ihn werden, mehr nicht. Und dritte Versuch über 4,50, der geklappt hat. Peter Braun im zweiten über 4,70. Zweiter Fehlversuch für Nilsson. Das wäre natürlich eine bittere Geschichte. .460 hat er übersprungen, aber Bestleistung beim Schweden 5,10 Meter. Also das könnt ihr... ganz herber Rückschlag werden für Markus Nilsson, der zwar im Gesamtklassement ein bisschen weiter hinten liegt, aber gut Chancen hat, nach vorne zu kommen. 13. Platz, aber exzellenter Speerwerfer, Top 1500 Meter Läufer, aber braucht er was. Und hier Maloney, Ashley Maloney, 4,60 Meter, die nächste Höhe, und die schafft, hat er seine persönliche Bestleistung schon wieder egalisiert. Da hinten steht er schon parat, der Jungspund aus Down Under, Brisbane.
Und genau vermessen alles, wenn die nächste Höhe kommt, auf 4,60 Meter. So, jetzt wird die Anlage verschoben, das darf man nämlich, darf sich jeder Athlet wünschen. Plus, minus. Sind vor ein bisschen weiter zurück. Nilsson noch schnell und er scheitert mit seinem dritten Versuch über 4,70 Meter und muss sich mit 4,60 begnügen. Damit haut er sich alle Chancen zusammen, hier wirklich noch ordentlich weit nach vorne zu kommen. Und Maloney, erster Fehlversuch über 4,60. Die Unbeschwertheit der Jugend hat ihm bisher einen recht einfachen Wettkampf beschert. Wenig heikle Szenen erlebt hier, gut gestartet. Schon über die 100 Meter mit 10,41 und der Weitsprung war gut. Kugelstoßen ist eine Geschichte hervorragend. So, Hochsprungen, da hat er ein wenig ausgelassen. So, Niklas Kaul, 4,60 Meter. Ganz locker, ganz sicher. Muss man auch noch ein bisschen auf der Wertung haben. Der Niklas Kaul ist wahrscheinlich, wenn man die letzten beiden Bewerbe zusammenzählt, einen Zweikampf draus machen würde, der klar Beste. Kann über 70 Meter Speer werfen und kann 4,50 laufen. Statt Hochspringen, da könnte er jetzt was gut machen. 4,70 im besten Zehnkampf. Hier war er mal sehr locker und stabil drüber. Auf der Anlage A. Bei 4,60 Meter. Und zwar nächste Höhe 4,80 Meter sind aufgelegt und der erste Peter Braun. So, Kasernow kommt. Meter 60. Das ist dann auch die Höhe, bei der eben Dominik Distelberger einsteigen wird. Und auch Damien Warner richtet sich her für einen baldigen nächsten Versuch über diese Höhe. Aber an der Reihe, der nächste, das ist wieder Linden Victor. Die 40 im dritten, 4,50 im zweiten. Und 4,60 im ersten. So, damit nähert er sich jetzt schon bis auf 10 cm mit der nächsten Höhe, hätte er seinen Bestwert aus dem Zehnkampf schon egalisiert. Jetzt wieder ein, nachdem er die 4,50 ausgelassen hat. Damien Warner. Ah, bei der Anlage A, da steht die Geschichte momentan, weil sich bei der Anlage die Höhe nicht verstellen lässt. Das ist dann natürlich schwierig. So, jetzt müsste es wieder klappen. Aber hier vorerst Damien Warner, 4,60 Meter. 4,80 im Vorjahr. Also Stabhochspringen nicht wirklich seine Stärke. Ja, dann habt ihr sicher einen Fehlversuch. Jetzt kann ich so daran erinnern, dass das Weitspringen nicht so funktioniert hat, wie er sich gehofft hat, das Hochspringen. Nur anfangs mit der ersten etwas diffizileren Höhe war gleich komplett fertig. Hoffentlich sagt man am Ende des Tages dann nicht, die Sprünge waren es diesmal, die ein ganz hohes Ergebnis verhindert haben, aber noch hat er ja zwei Versuche über 4,60. Ziebeck und Michael Rübo konnten sich zwei Athleten in die
So, Martin Roos scheitert auf 4,60 und Anlage A, da hakt es immer noch ein wenig. Das Handwerk, statt Hochsprung oder Leichtathletikanlagen zu reparieren, so in der Form nicht. Da müssen die jeweiligen Vereinskünstler herhalten. Wieselek über 4,60 erster Versuch. Jetzt scheint das Problem. 46,04 Meter jetzt für Caroline Handel. Nein, immer noch nicht gelöst. 84 Punkte. Die nächste. Jetzt aber. Jetzt ist die andere Anlage gut hergerichtet. Das ist in der Höhe. Und da haben wir einen fahrenden Diskusverkaufswagen auf der Bahn. Also, falls Sie meinen Diskus erwerben, sieht gut aus. Sie haben jetzt die Gelegenheit dazu. So, ungültiger Versuch von Schuck. Jetzt also erster Versuch von Dominik Distelberger. Jetzt steigt ein. Ups, kleiner Schönheitsfehler, denn ansonsten hat der Sprung gut ausgesehen. Ja, da ein bisschen früh nach vorne. Also die besten im 10K, die besten Stabhochspringer, Spezialisten, da steigt man natürlich auch möglichst lang, kerzengerade nach oben. Dann in einem quasi in einer kurzen, knappen Kurve drüber und dann wieder runter. Da war der Weg zur Latte schon sehr, sehr schräg. Damian Warner. Ashley Meloni hat sich einen zweiten ungültigen Versuch geben müssen. Jetzt die zweite Chance von Warner über 4,60 Meter. Ja, gut, alles in Ordnung. Das ist ganz wichtig, 4,80 im besten Zehnkampf. Diese 60 Punkte, die noch dazwischen liegen, zwischen Vorjahresergebnis und dem bisherigen Score hier und heuer, die täten schmerzlich fehlen. Aber jetzt ist er eben wieder voll im Geschäft. 4,70, 4,80, der Versuch war gut. Das hat Warner auf alle Fälle drinnen. Martin Röhm macht sich damit 4,60 Meter auch noch das Leben schwer. Aber es ist natürlich eine Grundschwierigkeit beim Hypobank-Mehrkampf-Meeting. Mit Ende Mai ist diese Veranstaltung dennoch immer sehr früh eine Standortbestimmung, wie es dann heißt. Da sitzen noch nicht alle Bewegungsabläufe mitunter so detailliert. Und Samuelsson patzt zum Auftakt über 4,80. Thank you.
Vitali Schuck. Ja, der hat gestern Lehrgeld gezahlt. Dritter vorher bei der Europameisterschaft, der Weißrusse, der sich erstmal als richtig etabliert beim großen Wettkampf. Aber die Nuller, der Nuller im Hochsprung, der hat wehgetan. Tim Duckworth. Ganz souverän. 4,80 Meter. So, jetzt Dominik Distelberger, sein zweiter Versuch. Ja, wie Damien Warner, ganz ähnlich. Ebenso souverän ausgebügelt. Ashley Maloney jetzt dann gleich auf 4,60. Hier haben wir noch Oberholzer. Aber jetzt kommt dann der junge Australier mit seinem dritten Versuch über 4,60. Da haben wir ihn. Nein. Ja, da. Hinten hinaus, da sollte nicht viel passiert sein. Alles okay. Ja, da ist technisch noch ein bisschen Luft. Das ist eher so Kung-Fu-ähnlich da hinten, aber da ist der ganze Speed schon draußen. Ja, Ashley Maloney mit einem ersten kleinen Rückschlag im Zehnkampf hier in Götzis. 4,40 Meter kommen für ihn in die Wertung. Damit wird er seinen dritten Platz im Gesamtklassement sicher nicht halten können. Den Cedric Dabler gibt es noch ein paar aufmunternde Worte, aber ein Score von deutlich über 8.000, 8.100 immer noch gut drinnen für Ashley Maloney. Hier verliert er etwa 60 Punkte, umgerechnet beim Speerwerfen wären das 4 Meter. Da ist er auch kein Künstler, 53, also das kann man auch wieder wettmachen. Sind noch nicht so viele Leute hier ausgeschieden. Maloney als einziger auf Anlage B und auf Anlage A hat sich Nilsson verabschiedet. Also dann haben wir David dort noch ein paar Springer mit dabei. Je 14 an der Zahl. Zwei haben abgemeldet auf Anlage B, also Simone Cairoli, Karl-Robert Saluri nicht mehr mit von der Partie. Michael Oibo auf 4,80. Ja, ja. Für Martin Röhr war natürlich 4,50 auch ein bisschen gar wenig. 4,75 im besten Wettkampf von Michael Oibo. Der sammelt einfach wenig Praxis und auch ein paar notwendige Punkte, um sich da vorne im Rennen zu halten. Aber 5,30 Meter im Vorjahr hier in Götzis. Jetzt hat er mal 4,80 Meter. Ups. Ja, hat ein paar Schwierigkeiten mit dem Sportgerät bei seiner Paradedisziplin.
Das ist Vitali Schupp. Vitali Schupp gibt es natürlich auch ein hochwertiges Vorbild im Zehnkampf angeht im eigenen Land. Eduard Hemmelainen, einer der mehrfach hier auch gewonnen hat in Götzis, für Weißrussland gestartet, später für Finnland, hat damals großartige Ergebnisse zustande gebracht. ...8735 Bestscore im Jahre 1994 geschafft für Eduard Hemmelainen. Und hier quasi Urenia, der ja auch noch ein bisschen mitmischen will. Im Gesamtklassement Urenia liegt an der 10. Stelle. Kann auch so hochgerechnet 8200 Punkte machen. Aber da wären dann auch 5 Meter notwendig im Stabhochsprung. Jetzt auch Tim Nowak über 4,70. Mit einem ersten Versuch. Es gibt noch Samuelsson. Zweite Chance über 4,80 genutzt. So, für Nowak schaut es eigentlich ganz gut aus. 4,70, damit könnte er jetzt schon seine Marke Zehnkampfrekord egalisieren. Team Nowak. Elias Kurenjev. Jetzt ist Tim Nowak an der Reihe. Jetzt könnte er schon seinen Bestwert egalisieren. Und er schafft es. 4,70 Meter auf alle Fälle für ihn in der Wertung. 8.228 Punkte hat er als Bestleistung stehen, war nach dem ersten Tag 37 Zähler zurück und liegt momentan deutlich drüber. Der war 6,5 Meter fast besser im Fisch. Kasianov muss da durchlaufen bei 4,70 Meter im Fehlversuch. Und jetzt Chance Nummer 3 für Skorenjev. Ja, jetzt hat's geklappt. Nämlich sind wir natürlich ganz andere Höhen gewohnt. 5,30 Meter bei den russischen Meisterschaften vor 2 Jahren. Eine Bestmarke. Einzelmeeting, Stabhochsprung sogar 5,40 Meter. Anlage B warten wir auf den Makarenka.
Makarenko läuft durch. Das ist dann natürlich auch ein Fehler, auch wenn er gar nicht abgesprungen ist. Zählt dieser Versuch auch als Fehlversuch. Und dritte Chance für Nils Bittumwils, der zu den glänzenden Stabhochspringern zählt, die aber allergrößte Schwierigkeiten bekundet. Ja, gerade noch. 4,80 Meter. Keine Stabilität beim Mann aus Grenada. Commonwealth Champion im Vorjahr. 8303 Punkte. Da war auch Damien Warner mit dabei, der dann aber aussteigen musste. Sieben Bewerben. Und so hat sich Lyndon Victor dort den Titel geholt. War sein erster Fehlversuch noch mit dieser Höhe. Wird er schon den Bestwert Zenker bei sich selbst egalisieren. Und Manuel Eitel. Oh, ganz sicher. Also der macht wirklich einen tollen Zehnkampf hier. Manuel Eitel, 4,80 Meter waren es im Vorjahr in Ratingen. Dieser Manuel Eitel liegt jetzt auch schon so Richtung 8250 Punkte oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Peter Braun, 94, und dann war das Devin Williams, der eigentlich auch recht gut für seine Verhältnisse da unterwegs ist. 4,57 nur im Zehnkampf bisher. 4,50 hat er stehen, 4,60 hat er ausgelassen, jetzt 4,70 wäre eine ordentliche Verbesserung. So, und jetzt kommt Damon Warner. Wenn diese Höhe noch schafft, diese 4,70, dann bleiben die 8.800 auf alle Fälle weiter realistisch möglich. Jetzt erste Chance. Ja, passt da wieder. Und nicht erst über der Latte, da hat sich auch ein technisches Problem bei Warner mit eingeschlichen. Ja, die Sprünge, die sind noch ein bisschen das Problem früh in dieser WM-Saison, die ja bei den, ja, nicht bei den meisten, sondern praktisch bei gar allen Athleten und auch nicht nur im Zehnkampf, sondern auch in Einzeldisziplinen und auch bei den Damen eine andere Saisonplanung erfordert, als es in den letzten Jahren üblich war, weil eben diese Weltmeisterschaften doch noch so spät sind.
normalerweise dann immer so Mitte August drinnen und jetzt sind sie mal 6 Wochen, 7 Wochen nach hinten gegangen und das führt dazu, dass man natürlich nicht die Saison einfach um diese 7 Wochen hinauszögern kann, sondern nach ein paar ersten Highlights, jetzt zum Beispiel im Mehrkampf hier und dann ein paar Wochen noch Ratingen, dann geht es wieder zurück ins Training. Bisschen wieder Grundlagenausdauer, ein paar andere Sachen, technischer Schliff und dann erst später wieder mit der zweiten Wettkampfwelle beginnen. Um eben natürlich beim absoluten Saisonhöhepunkt in Doha top in Form zu sein. Kasianov. Einmal unten durch und auch beim anderen klappt es nicht. Aber der Vorteil beim Franzosen hinten, wenn Sie es gesehen haben, der ist dann nicht über die Stange drüber, nicht auf die Matte gesprungen, sondern wieder zurück. Das darf er noch einmal, aber die Uhrzeit läuft. Er muss im Rahmen dieser aufgerufenen Zeit dann seinen Versuch absolvieren. Läuft er wieder unten durch. Und jetzt ist es natürlich ungültig. Schweizer Fans gehen jetzt die 46,44 Meter und 791 Punkte in die Gesamtwertung. Und für Alison Haudersson 42,33 Meter aus dem zweiten Versuch und 712 Punkte. In Kürze geht es wieder zu Sarah Lager und ihrem dritten Versuch. Inzwischen da noch natürlich weiter der Stabhochsprung der Männer voll im Gang. Zwei Athletinnen werfen noch vor der Kärntnerin. Tim Duckworth, erster Versuch, 4,90 Meter auf der Anlage. Ah, kein Problem für den Briten. Nächster auf Anlage A ist Cedric Dübler, Anlage B Makarenko und wir sind beim Australier und seinem ersten knapp gescheiterten Versuch, 94. Nächster Athlet bei 94, André Oberholzer.
Tolle Leistung gibt es im Speerwurf von Annick Kehlin, die Schweizerin, mit fast 45 Metern und einer neuen Bestleistung. Vielleicht ein gutes Omen. Während Makarenko mit dem zweiten Versuch scheitert, ist nämlich die Limit für die U23 EM ist klar. Lendenvektor, ach Gott. Sehr schade, das hat eigentlich lange nach einem guten Versuch ausgesehen. Und dann war er erst wieder ungültig, der zweite von. Also falsche Einblendung hier. Also es ist Lendenvektor mit zweiten Fehlversuch. Georgia Engelsen nimmt jetzt die Punkte aus ihrem ersten Versuch. Das sind 747 in die Sinkabwehr. Und Matthias Brucker. Ja, weit gefehlt. Zweiter Fehlversuch von Brucker. Na, muss ja auch wieder ein paar Federn lassen. Diskuswerfen war sauber daneben. Mit 5,5 Meter, die da fehlen. Oder 110 Punkten. Ja, das wird eine heiße Angelegenheit bei den Deutschen. Vor allem, wenn dann auch noch Rico Freimuth dazukommt und Arthur Abele, dann haben die in Wirklichkeit 7 Leute, die sich hier, man kann so sagen, alle das Gleiche zum Ziel für diese Saison gesetzt haben, nämlich die Teilnahme bei den Weltmeisterschaften. Aber nur 3 werden dabei sein. So, Damien Warner ist wieder an der Reihe, 470. Die braucht er noch. Braucht er unbedingt noch. Das kann auch. Na. Schon wieder im Anstieg früh gerissen die Latte. Naja, damit droht ihm hier vielleicht gar nur eine 460 in die Wertung zu bekommen. Und das wären dann gemessen zur vergangenen Saison ein Minus von 60 Punkten. Und dann läge er gesamt etwa 40 Punkte hinter dem Ergebnis von Götzis im Vorjahr. Also dann läge er etwa auf 8,57 unter Anführungszeichen nur mehr. Immer noch keine 5 Meter auf der Anlage A. Samuelsson bleibt noch eine Chance. Ja, Pavel Wieselek egalisiert seine 10-Kampf-Bestmarke mit diesem Sprung. Liegt gesamt an der 15. Stelle. Also für Oleksiy Kasyanov kommen wir mit 4,60 Meter in die Wertung und Bewerb Nummer 8 ist für ihn geschlagen.
Janne muss ein drittes Mal sich über 94 versuchen. Und wir kommen jetzt zur Siegerehrung für die schnellste Mondfahrerin, den schnellsten Mondfahrer. Makarenko. Ah, auch dünn. So, da ist einer ausgeschieden auf Anlage A. Auch noch kaum was passiert auf Anlage B. Da haben sich in Summe schon vier verabschiedet. Linden Victor könnte, fünf haben sich verabschiedet mit Kasianov. Linden Victor könnte dann schon der nächste sein. Zuvor Rücktabler 4,90 Meter. Und jetzt braucht Linden Victor seine Unterstützung. 4,70 Meter, das wäre für ihn absolut in Ordnung. Die Höhe hat er drinnen, Qualität hat er, die Beständigkeit, die ist das Problem. Aber auch hier im dritten schafft er es wieder. Das ist natürlich stark von Linden Victor, der hier seinen zweiten Platz vorläufig absichert mit 4,70. Auch genau die gleiche Höhe schafft wie bei seiner Bestleistung im Zehnkampf, die bei 8.539 Punkten liegt. Was muss er hinterher liefern? Ja, Speerwerfen, 69 Meter fast und dann aber gemütliche 4,56 über die 1500 Meter. Also Linden Victor, schaut gut aus. So, hoffen wir, dass er dann begleitet wird auf dem Weg nach oben auch von Damian Warner. Davor aber noch Devin Williams. Der macht's vor, so geht's im dritten Versuch. Sowas würde jetzt auch Damian Warner brauchen, der von der Qualität her sicher mehr drauf hat als bescheidene 4,60 bislang. Aber er hat jetzt über 4,70 nur noch diesen einen Versuch. Diaz Brugger, das ist der letzte, über 4,90. Jetzt ist der Deutsche auch ausgeschieden. Brugger kommen 4,80 in die Welt. So, und jetzt Damian Warner. Daumen drücken. Für den Kanadier, der seit dem ersten Bewerb führt, seine Führung kontinuierlich ausgebaut hat. Nein! Große Schwierigkeiten im Stabhochspringen. Kein gutes Ergebnis, nur 4,60 Meter. Diesen Bewerb, also rund 60 Punkte. Er hat ein Plus von ungefähr 18, macht also ein Minus von 42 oder 8,7, 53 frech hochgerechnet. Und
Ja, jetzt braucht er immer noch einen guten Sperrwurf. 1500 Meter Lauf, aber das kann er beides. Im Sperrwerfen ist also Mittelklasse mit so 62 Metern, die er werfen kann. Über den abschließenden 1500 Meter Lauf 4,26, 4,25 kann in dem Bereich laufen. Also der Sieg wird ihm kaum zu nehmen sein. Da kann wohl nichts mehr schief gehen, aber die 8.800 Punkte, die sind jetzt deutlich schwieriger zu erreichen, um das wettzumachen, diesen Rückstand von 42 Punkten, muss er in etwa 2,5 Metern, ein bisschen über 2 Meter weit Speer werfen. Fast 3 Meter weiter als bisher, also er wird so einen Wurf von 64 Meter gut benötigen. So, da gibt es wieder ein paar Diskussionen. Ungültigen Versuch von Matthias Brucker. So, bin mir nicht ganz sicher, was jetzt da schiefgelaufen ist, aber die Diskussionen. Für Matthias Brucker bedeutet, muss man noch ein bisschen warten, klar ist, Damien Warner hat hier bei der 45. Auflage in Götzis seine Schwierigkeiten in den Sprüngen gehabt. 7,67 Meter unter seinen Möglichkeiten, 2 Meter Hochsprung unter seinen Möglichkeiten. Und die 4,60 Meter, die waren am heftigsten unter seinen Möglichkeiten. Hier hat er schwer Punkte liegen lassen. Ich würde mal meinen, allein in den Sprüngen zu dem, was er schon gehabt hat, sicher 100 Punkte Rückstand aufgerissen, ein Defizit von 100 Punkten. Auch Jorge Urrenia draußen jetzt mit 4,90. Das ist Tim Novak, 4,80 Meter. Der bewegt sich ohnehin schon im Bereich seiner Möglichkeiten. Zweiter, Leonhard Elbs, Turnerschaft Bregenz-Vorkloster, 2 Minuten 22,11. Und Sieger Timo Schett, Turnerschaft Bregenz-Vorkloster, 2 Minuten 18,01. Niklas Kaul. So, 4,80 Meter im ersten Versuch. Bei Matthias Brucker gab es einen Einspruch, weil der Wind ein Maßband in die Spur geweht haben soll. Dadurch ist der Deutsche irritiert worden. Und jetzt schaut man sich das im Kampfgericht gerade nochmal an, ob er dann nochmal springen darf. Samuelsson. Aus und vorbei. 4,90 hat er nicht geschafft. 4,80 sehr wohl. Die bleiben in der Wertung. Na, letztes Jahr waren es dann eben doch vor 2 Jahren. 5 Meter hier in Götzis. Lennon Victor. 4,80. Oh. Der darf ja einen Zirkus aufführen. Jeder Versuch irgendwie anders. Beständigkeit
Ja, da ist das. Da hat er kurz hinübergeschaut. Da war das Maßband plötzlich mittendrin in seiner Anlaufspur. Tja, also das könnte man natürlich mit Goodwill so auslegen, dass das Kampfgericht dafür zu sorgen hätte, dass das dort nicht liegt. Und man könnte ihm darauf noch einmal einen Versuch geben. Und er macht da 94 im dritten. Und Manuel Eitel, 4,80 Meter. Jetzt hat er seinen Bestwert aus Ratingen im Vorjahr egalisiert. Jannik Ögliane, seine letzte Chance über diese Höhe genutzt. Schwerer Impuls. Devin Williams, erster Versuch, 4,80. So, gerne in seinem besten Zehnkampf schon einmal 5,10 Meter gesprungen, schon mal wie er liegt, 250 Punkte Rückstand auf seinen Topwert macht, bei 8,371, also etwas über 8.100 Punkte. Diskuswerfen war er dann doch ein bisschen besser, hier fehlt noch was. Es sind einige Athleten am Kämpfen. Einige, die da in dem Bereich des WM-Limits sich bewegen, aber es werden dann wohl auch nicht alle von den genannten den Bereich schaffen. Er gehört nicht dazu, André Oberholzer. Das war's, 4,90 Meter für ihn, nicht drinnen, 4,80 Meter. Lässt er sich gut schreiben, bleibt damit 10 cm unter seinen Möglichkeiten. So, Matthias Broker. Ja, aber er wartet immer noch. Matthias Brucker, wir konzentrieren uns auf Dominik Distelberger und seinen ersten Versuch über 4,80 Meter. Ah, super Versuch. Großartiger Versuch, Dennis Sauber. 5 Meter waren es im besten Zehnkampf. Ah, da hat er auch noch Luft. So, wird immer noch heftig diskutiert auf der Anlage A, was das Kampfgericht angeht. Das Programm muss da warten. Und hier wichtig wird auch seine schnelle Entscheidung. Lenden Victor. Wieder ein neues Schauspiel über der Stange. Er wollte so drüber steigen. Victor ist der zweite Versuch. Der Rodilius liegt heute 4,80 Meter auf der Anlage B. Auf der Anlage A. Sollte 5 Meter aufgelegt sein.
So, da wird vielleicht immer noch auf die Kampfrichterentscheidung gewartet, denn neben ihm steht der Meeting Manager. Walter Weber, der gehört ja auch nicht zum Kampfgericht per se. Der kann ihn nur bei Laune halten. Matthias Boker und ihm dann vielleicht sagen, was ist und was nicht. Das war ein gültiger Sprung von Devin Williams über 4,80 auf alle Fälle. So, der APL Visuek freut sich über ihre Aufmunterung, über ihre Unterstützung. Visuek, 4,80 im zweiten. So, wenn ich es richtig interpretiere, dann packt da Matthias Boker seine 7 Sachen zusammen. Das heißt dann wohl, dass sein Einspruch abgeschmettert worden ist. So, Kopfschütteln ist, glaube ich, eindeutig. Darf nicht mehr dieser Versuch, bleibt ein Fehlversuch, der dritte über 4,90. Und damit kommen auch für ihn die 4,80 Meter in die Wertung. Lennart Wächter, letzte Chance, 4,80 und er schafft das schon wieder. Unglaublich. Es kostet ein bisschen Substanz, aber das scheint das geringste Problem zu sein. 4,40 die Anfangshöhe im dritten, 4,50 im zweiten, 4,60 im ersten, 4,70 im dritten, 4,80 im dritten. Richtig viel Arbeit für Caribic Man. Theoretisch. Im nächsten Bewerb, was meinst du? Nein, in seinem bestmöglichen Stabhoch. Ja, das hätte er also verloren. Ja, genau. Also Matthias Boker ist ein durchaus guter 5 Meter gesprungen. Besten 10-Kampf hier waren es jetzt eben 4,80 Meter. Und eben so eine Höhe sind 30 Punkte hier. Ein bisschen unglücklich, die ganze Geschichte wahrscheinlich. Nachdem ja natürlich versucht wird, alles für die Athleten zu tun, kann es natürlich gut sein, dass das Regelwerk hier einem Limit setzt. Ja. Regelwerk ist nicht ganz so bekannt wie Fußballregeln. Die Klassiker. Ja, vor allem, wenn der Zustand schon vor Beginn des Sprunges so war, ist zumindest eine Mitverantwortung des Athleten möglich. Ja. So, jetzt geht's also weiter. Die Anlage repariert, die Entscheidung in Sandbrugger gefällt und 5 Meter sind jetzt aufgelegt. Und jetzt geht es da weiter mit 4,90 Meter und Tim Novak, der sich bisher ganz großartig hier schlägt. 4,70 im besten Zehnten. Diese 4,90 Meter, die jetzt aufliegen, die hat er einmal geschafft bei einem Hallenwettkampf. Gerne, gerne. Wir haben natürlich noch viele Springer mit dabei. Duckworth, Brown, Dabler sind 3, Martin Ogliane sind 4 und 5, Kasmiri Kuibo 6 und 7. Dann vielleicht noch Bitonvils und Skorenjev, die hätten auch noch die Möglichkeit im 4,90 ausgelassen. Dann sind es dann in Summe vielleicht doch schon 9 und Erhard noch gar nicht eingestiegen, 10
Springer noch auf Anlage A. Bei B haben wir Eitel, Kaul und Novak, die drei Deutschen. Dazu Distelberger sind 4, Wieselek 5, Williams 6, Lennon Victor 7. Also 17 noch mit dabei. Stabhochspringen jetzt ziemlich genau 1,5 Stunden alt. Timothy Duckworth. Ja, auch noch keine 5 Meter. Wer ist der Erste? Niklas Kaul, 94. Na, der hat natürlich eine All-Time-Bestmarke von 4,80, die hat er zuvor egalisiert. Und Kai Kasmirek steigt jetzt wieder neu ein. 5 Meter Höhe hat er locker. Aber noch ein kleiner Patzer mit dabei. Drohnenüberwachung gehört nicht zu uns. Die fliegt jetzt hier eigentlich in einem Bereich, ja, der nicht geflogen werden bedenklich darf. Privatvergnügen wahrscheinlich, ja, in irgendeinem dem unmöglich Teilnehmer- von außerhalb, oder Betreuerbereich. Ja. Ich glaube, da steht ihr da drunter. Oh, wieder mal was anderes. Lennon Victor, 94. Der Modellathlet, 1,91 Meter groß. Viele, viele Fertigkeiten. Dazu gehört auch, mit dritten Versuchen gut klarzukommen. Aber Beständigkeit im Ablauf eines Stabhochsprungs, das gehört hier nicht dazu. Noch niemand über 5 Meter. Manuel Eitel. Ja, auch er natürlich schon ziemlich im Bereich da seines absoluten Limits angekommen. 4,80, seine Zehnkampf-Bestmarke schon egalisiert. Die Gruppe A der Siebenkämpferinnen beginnt jetzt mit dem Speerwurf. Mit dabei die führende Katharina Johnson-Thompson, Kendall Williams. Das ist auch eine besondere Qualität, die Zehnkämpfer besitzen sollten, nämlich dieses Umsetzen an Einweisungen, Korrekturen von Trainern in kurzer Zeit. Sprung machen, spüren, was ist falsch gelaufen, sich dann noch das Feedback abholen beim Trainer und dann beim nächsten schon umsetzen. Auch Dabler bleibt hier unter 5 Meter, also eher noch keinen Fünfer. Also weitermachen gibt es zuerst die 5 Meter auf der anderen Anlage. Von den 4 sind 2 noch auch heute mit dabei. Ja, super, und jetzt hat er es geschafft. Dominik Distelberger, 4,90, erster Versuch. Ja, großartig. Wie schon sein Trainer angekündigt hat, sehr stabil in den Sprüngen, im Training. Bewertung hinterher,
dieses rot-weiß-rote Zehnkampfgespann. Absolut erstklassig. So, endlich. Michael Uibo. 5 Meter. Ein guter Sonst ist dieser Mann in der ewigen Hypo-Meeting-Bestliste auf Seite 28 vertreten. Michael Uibo. Ja, Tim Nowak, jetzt wird natürlich da oben wirklich die Luft dünn, denn ist längst in seinem Bereich. Sehr, sehr hoch natürlich zu werten ist. Niklas Kaul, zweiter Versuch. Ja, es wird eng. Das ist jetzt der erste Versuch von Timothy Earhart. Aus den USA, einer, der eigentlich vom Stab hochspringen kommt. So, erster Versuch bei ihm über 5 Meter. Wow. No, das ist ein heißer Tipp auf den Disziplinensieg hier. So, Lyndon Victor. Nicht so schlecht, der zweite Versuch für seine Verhältnisse, aber der Beste kommt bekanntermaßen bei ihm immer am Schluss und einen hat er noch. Janek Ögliane, 5 Meter, zweiter Versuch. Ah, der hat die Höhe wohl noch drinnen. Nein, der geht sich nicht aus damit kommen. 4 Meter und 80 für Nowak in die Wertung, aber das hat er bei seinem besten Zehnkampf nicht erreicht. Darum schreibt er hier wieder satte Punkte plus. Niklas Kaul, ebenfalls dritter Versuch jetzt auf der Anlage B bei 4,90 Meter. So. 34,24 Meter für die Kubanerin Adriana Rodriguez. Caroline Käfer. Dritte Chance auch für Niklas Kaul. Ah. Ja, sogar noch besser gewesen, dieser Sprung, aber auch für ihn sind es schlussendlich 4,80 Meter, die in die Wertung kommen. Kaul und für Nowak. Dann haben wir Kai Kasmirek über 5 Meter, sein zweiter Versuch. Oh, ein bisschen trippeln und dann verliert er auch noch den Grip. Das ist kein gutes Zeichen für einen zweiten Versuch. Zack. Kann man sich auch die Hände ordentlich aufreißen, ohnehin verharzt, verklebt, damit der Griff möglichst fest ist, der Halt. Lyndon Victor, letzte Chance. Kommt da noch einmal was? Nein, jetzt ist Schluss, aber 4,80
absolut top. Damit neue persönliche Bestleistung eben für den Mann aus Grenada. Ja, und es schaut gut aus. Es schaut richtig gut aus für ein hohes Ergebnis jenseits von 8500 Punkten. Er ist nach wie vor in der Pole Position für Platz 2 im Zehnkampf. Am Ende. Ja, Manuel Eitel packt auch nicht, das auch ein dritter ungültiger Versuch. Aber auch er kann damit gut leben, wie seine anderen jungen Kollegen, wie Kaul und wie Novak, auch er 4,80 Meter, auch Drucker 4,80 Meter, also das deutsche Standard. Und Erika Bugatti, dritte im Gesamtklassement. Das ist auch gut für ihn, 4,80 Meter, egalisiert seinen Bestwerk von letztem Jahr in Ratingen. So, jetzt geht's auch auf Anlage B, schon 5 Meter hoch. In den Victor 480. Und damit sind hier noch 1, 2. Nur noch zwei Springer, nämlich Distelberger und Pavel Wisielek auf Anlage B mit dabei. Bei 5 Metern. Und Caroline Schäfer, gewaltig nach vorn geschoben, sind jetzt schon auf den Rängen 3, also 4 bzw. 2. Kendall Williams von Ikon jetzt ja auch schon überholt, die ist von 8 auf 2 nach vor. Peter Braun ist gescheitert, bei 5 Meter 94 kommen in die Wertung, aber das ist genau gleich gut wie letztes Jahr in Götzis, Stabhochsprung. Wäre natürlich schon eine deutliche Verbesserung. Oh, super Sprung! Ganz großartiger Sprung von Dominik Distelberger. Damit egalisiert er seinen Bestwert im Zehnkampf. So, der Franzose Mateur ist draußen. Und jetzt noch einmal hier in Zeitlupe dieser großartige Sprung. Sauber hochgestiegen, gute Höhe. Brillant technisch über der Stange, also vom Bewegungsablauf her gehört er zu den Besten im Stabhochsprung. Und jetzt, wenn man sich ein bisschen überlegt, dass vielleicht auch ein bisschen der Speed besser passt, dann wäre das eine ganz feine Angelegenheit. Höher als 5 Meter ist Dominik Distelberger einmal in der Halle gesprungen, 5,10 Meter. Auch Höglerne scheidet aus. 94 bleiben in der Wertung, da bleibt er 20 cm unter seinen Möglichkeiten. Pavel Wisielek jetzt, das ist im Duell mit Distelberger. Auf Anlage B matcht, aber zweiter Fehlversuch für ihn. Einer bleibt noch.
Ja, und drüben dünnt sich das Feld ungefähr im gleichen Tempo aus. Jetzt hat Distelberger dann die 15 solo und die anderen müssen sich das vom Entertainment her ein wenig teilen. Da kann man jetzt natürlich dann nicht hergehen und sagen, spring du jetzt drüben mit. Andere Anlage, muss man Anlauf neu ausmessen und, und. Duckworth läuft durch, auch draußen, auch keine 5 Meter für ihn in der Wertung, aber 94, die hat er noch im ersten gepackt. Aber auch er lässt da 20 cm liegen. Bisher ist 2 drüber, Erhard. Au! Oh. Und Uibo, das ist immer ganz bitter, ein Stabbruch. Kai Kasmirek erwischt hier. Brucker in den letzten 12 Monaten sogar 2-mal erwischt. Das kann natürlich immer wieder mal, man könnte übel enden, weil einfach die abgebrochenen Enden da und spitze Reste überlassen. Aber im ersten Mal hat der Griff nicht gepasst, diesmal auch Pech für Kai Kasmirek. Ja, da bekommt man natürlich. Nicht ganz. 4,90 Meter für den Polen. Die bleiben über. Hey. So, und da darf er natürlich noch einmal Kai Kasmirek, aber es hilft ihm nichts. Gebrochenes Gerät, da zählt es nicht. Macht die Aufgabe danach natürlich nicht einfacher. 4,80 Einsprung. Er ist ein glänzender Stabhochspringer, muss dann bei 5 Metern die Segel streichen. Bisschen unglücklich obendrein. Aber dieser Kai Kasmirek, das ist ein guter Kämpfer, der matcht sich hier um die fiktiven Medaillenränge beim Hypo-Meeting. Dominik Distelberger, 5 Meter und 10. Wer eine neue Freiluft-Bestleistung. Ah, der war es noch nicht. Aber auch hier im Bewegungsablauf sehr gut. So, das ist meines Wissens auch ein Novum. Die Latte auf Anlage A liegt höher, auf Anlage B liegt höher als jene auf Anlage A. Cedric Dabla hätte auch die Höhe gehabt, aber auch er scheitert mit seinem dritten Versuch über die 5 Meter und damit auch für Doubler 94 in der Wertung. Aber er hier. Skorenjev. Also jetzt zumindest einmal ein dritter Springer mit dazu. Nils Mittelfels, 5 Meter, dritter Versuch. So, Nils Pieterwils auch noch eine letzte Chance. Schon der letzte hier im dritten Reigen. Gescheitert. 4,90 Meter. 3 noch im Bewerb. Jetzt Erhard Uibo Skorenjev bei 5,10 Meter. Und natürlich Dominik Distelberger solo auf der anderen Anlage.
Zweite Chance, Dominik Kistenberger. Nein, der war es nicht. Nein, er bleibt noch über. Aber das ist ja jetzt schon einmal eigentlich der beste Bewerb, den er geliefert hat. Weiter zum Stabhof. So, und wir haben Tim Erhardt. Ja, super Sprung. 5,10 Meter im ersten Versuch. Skorenjew war zuvor gescheitert. Der Amerikaner übernimmt damit die Führung hier, die er jetzt sozusagen egalisieren könnte mit seinem dritten Sprung. Aber das wäre natürlich eine echte Sensation. Dominik Kistenberger allein. Dominik allein zu Hause auf Anlage B. Es geht sich nicht mehr ganz aus, aber gut gekämpft. Das ist dann eben auch Wettkampfpraxis. Das geht sich immer aus, der Rückwärtssalto im Stand. Dominik Kistenberger mit seiner besten Vorstellung an diesem Wochenende im Stabhochsprung. Übersprungene 5 Meter im ersten Versuch. Danke ans Publikum und die kleine Show-Einlage hinterher. Perfekte Haltungsnoten auch hier. Ja, da kann man mal ein bisschen lächeln und durchaus zufrieden sein. Das war jetzt wirklich ein ganz starker Bewerb von Dominik Kistenberger. Wir sind jetzt beim zweiten Versuch von Skorenjew. Wir haben Erhardt schon drüber und Michael Uibo lässt aus. Der versucht sich dann später wieder. Der passt. Glänzender Sprung. So, vielleicht wie gestern im Hochsprung. Jetzt am Schluss wird es wieder knackig und dann dauert es wieder. Vize-Europameister schlägt hier zurück. Aber der liegt schon zwei Jahre zurück. Und geht sich heuer nicht ganz aus für Skorenjew, zumindest hier nicht. Beim Hypermeeting aber 5,10 Meter kommen in die Wertung. Und damit bleiben noch zwei Mann über, die von der Papierform her schon eigentlich die Top-Favoriten hier waren. Ein bisschen mit Tim, mit Nils Pitonwils. Aber es war klar, dass das Match hier zwischen Uibo und diesem Amerikaner hier, Timothy Erhardt, entschieden werden müsste. Wir sind bei 5,20 Meter. Erster Versuch gleich und der Amerikaner ist bärenstark. Packt das gleich im ersten, während Michael Uibo diese Höhe schlicht und einfach ausgelassen hat und da noch keine Anstalten macht. Also jetzt einmal die Führung für den Amerikaner mit übersprungenen 5,20 Meter. Zwei noch im Bewerb. Michael Uibo hat die 5 Meter übersprungen. Er hat 5,10 und 5,20 ausgelassen. Und weiter geht's jetzt bei 5,30 Meter. Und da sind dann beide wieder mit da. So, erster an der Reihe. Uibo, der ist er. Und der sitzt gleich. Was für ein toller Sprung. Ja, der braucht hier diese Solo-Vorstellungen. Zuerst ein bisschen noch Matchup. Tim Erhardt bleibt ihm als Konkurrent.
der kann das von der Papierform her genauso gut, aber Stark hat zwei Kämpfer, nicht nur 10 Kämpfer, sondern Stark auch Mann gegen Mann, wenn es um die Entscheidung geht. Michael Uibo, 26 Jahre alt, aus Estland, vorher Zweiter in Götzis, USA, studiert College-Meister dort 2014-15. Sein Götzis Debüt vor 2 Jahren ist er auch positiv, ist er auch aufgefallen, nicht positiv, wollte ich sagen, mit 3 ungültigen beim Kugelstoßen. Und jetzt lässt das sein. Ich glaube, er hat hier 5,30 Meter gesprungen und meldet sich wohl schon ab, damit Timothy Erhard auch drüber über 5,30 Meter. Ja. So, und damit... ohne Fehlversuch. Und während Michael Uibo, jetzt bekommen wir es auch offiziell auf unserem Monitor, ein kleines R für Retired, also der hört hier auf, hat der Amerikaner natürlich noch die Chance, mit einem übersprungenen Versuch über 45 diese Disziplin für sich zu entscheiden. Der gedenkt hier weiterzumachen. Sein erster Streich. Ja, der passt noch nicht. Dieses Duell bei der Höhe von 45 zwischen Donnison und Senik, das ist noch gar nicht so lange her, das war ja 2017, da hat sich dabei in diese Liste eingetragen. 1,5 Minuten, legt gleich wieder los. Oh, ganz knapp, die Höhe hat er drinnen, eine Chance. Über diese Höhe und eine, denke ich, gute Chance, hier diesen Bewerb doch noch solo zu gewinnen. Ex Equo hat er ihn auf alle Fälle schon gewonnen. Dafür schlanke 1004 Punkte. Ganz großartig. Nein, schon beim Hinaufgehen reißt er hier und damit ist dieses Stabhochspringen beendet mit einem Ex-Equo-Sieg. Michael Uibo und Timothy Erhard, beide schaffen 5,30 Meter und zwar beide ohne Fehlversuch. Und darum gibt es hier einen Ex-Equo-Erfolg. So, im Gesamtklassement hat das dann natürlich auch Auswirkungen. Da hat sich Michael Uibo ordentlich verbessert. Hier diese tolle Bilanz. 45 hätte er eigentlich drin gehabt, den Erhard. Ein bisschen gezaudert eigentlich. War guter Bewerb mit 5,30. Kann er zufrieden sein. Aber 5,40 schien hier schon noch absolut möglich zu sein. Erhard und Uibo ex equo, das einzige über 1000 Punkte und 20 cm mehr als der dritte, Elias Kurenjov. Dominik Distelberger, ein vierter Platz, 5 Meter, nur 4 haben diese 5 Meter übersprungen. Er egalisiert seine Bestmarke, seine Freiluft-Bestmarke, so wird gewertet in der Halle, was schon ein bisschen mehr. Timothy Duckworth, Peter Braun, Wieselek, Dobler, Martin, Liane, 4,90. Stark, dann die Deutschen, die so durch die Bank die 4,80 geschafft haben. Eitel Kaul, Kasmirek, Novak. Alles so über 4,80 Meter. Brucker auch noch, Urenia. Für Nils Pietermwils, der schon 5,30 gesprungen ist, waren diese 4,80 eher enttäuschend. Wenn Viktor 4,80, das war wichtig. Und Damian Warner hat erstmals ausgelassen die Sprünge hier beim Hypo-Meeting.
die sind sein Problem gewesen. Ashley Maloney, 4,40 Meter, letzter im Klassement der U20-Weltmeister, wird ein bisschen was im Gesamtklassement eingebüßt haben. Vorn Damian Warner führt 165 Punkte vor Leighton Victor aus Grenada. Dann Michael Uibo, dann Kai Kaczmarek, Ashley Maloney, Eitel Duckworth, Dabler, Braun, Urenia. Also da wird es ein bisschen schwieriger, aber zwischen Uibo, Kaczmarek geht es womöglich um Rang 3. Tim Nowak hat sich herangearbeitet, auch Niklas Kaul, super Speerwerfer. Da muss man wirklich warten nach Bewerb Nummer 9, um es noch genauer abschätzen zu können, wer hier hinter Damian Warner ins Ziel kommen kann. Warner ist so ein durchschnittlich guter Speerwerfer und ein recht guter 1500-Meter-Läufer bei den Spezialisten. Und in 7-8 Minuten beginnt dann die erste Gruppe. Dominik Distelberger auf Rang 22, Kurs 7800 Punkte.